Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 29. Dezember und damit auch der letzte Geek Talk Daily in 2017. Ja, wie wir schon bekannt gegeben haben, der Martin und ich werden auf jeden Fall ein weiteres halbes Jahr dranhängen und vielleicht auch noch mehr. Also wird die Zeit zeigen, aber jetzt beenden wir einfach mal das Jahr und dabei haben wir die Themen Snapchat, Apple, Softbank, Uber, Amazon und YouTube. Beginnen wir mit Snapchat. Die haben jetzt ein Video erstellt, was fast jeder Nutzer abrufen kann mit den Best-of von dem ganzen Jahr. Ich habe mir mein Best-of angeguckt und fand es schon ein bisschen schräg. Das war nicht alles richtig rund, also künstliche Intelligenz hin oder her. Naja, hätte bei mir besser sein können. Aber das Gute ist, man kann es editieren, bevor man es dann halt entsprechend weiterverteilt in die Welt. Etwas, was zum Beispiel die Konkurrenz von Facebook nicht zulässt, wenn sie diese End-of-Year-Videos macht. Und wenn wir schon bei Snapchat sind, bleiben wir dabei. 2018 hat Snapchat schon einen kleinen Ausblick gegeben und die ganz große Geschichte ist, die möchten die Stories überall verfügbar machen. Also Snapchat Stories überall. Man kann sie dann entsprechend einbetten und es hört sich alles so ein bisschen so an wie Twitter, wo man ja auch einen Tweet nehmen kann und ihn entsprechend beispielsweise auf einer Webseite oder in einem Blog einbetten kann. Na, schauen wir mal, was Snapchat da macht. Auf jeden Fall öffnen sie sich auch außerhalb der Plattform und da passieren ein paar Dinge. Ja, nächstes Thema Apple. Apple hatte ja das Problem, dass jetzt rauskam, dass das letzte iOS-Update zum Beispiel halt ja, das Telefon oder den Prozessor runterskaliert. Und das Telefon dann nicht mehr auf 100% läuft. Und die haben ja gesagt, das ist wegen dem Akku. Wenn der Akku alt ist, dann muss man entsprechend hier den Prozessor ein bisschen runterfahren, damit man eine vernünftige Akkulaufzeit bekommt. Und dann gab es ja hin und her. Es gibt auch diverse Klagen mittlerweile schon. Aber Ende der Geschichte ist, Apple hat gesagt, ja, okay, wir adressieren das jetzt auch mit einem Preisrutsch bei dem Akkuaustauschprogramm. Was vorher in den Staaten beispielsweise 79 US-Dollar gekostet hat, das kostet jetzt nur noch, echt krass, nur noch 29 Dollar. Also das ist schon echt ein enormer Preisrutsch nach unten, den man so von Apple auch gar nicht erwartet. Und das Programm wird Ende Januar beginnen und soll bis Ende 2018 halten. Gleichzeitig hat Apple versprochen, dass sie auch in zukünftigen iOS-Updates mehr Hinweise, Einblicke in die Gesundheit des jeweiligen Akkus, des jeweiligen iPhones gewähren möchten. Tja, spannendes Thema. Ich gucke mir das mal an und mal schauen, ob ich meinen Akku austauschen lasse. Was wir auch schon mal ein paar Mal hatten, ist Softbanks Investment in Uber. Softbanks, eine ganz große Investmentbank unter anderem aus Asien, aus Japan glaube ich ganz genau. Und die wollten schon länger in Uber investieren, dem Ridesharing-Dienst. Und das haben sie jetzt praktisch gemacht oder sind ganz, ganz, ganz knapp davor. Und zwar, die wollen 14% von Uber haben. Und anscheinend wird das jetzt auch wirklich durchgeführt. Also investieren die 1,25 Milliarden in Uber bei einer Bewertung von wahnsinnigen 69 Milliarden von Uber. Tja, schauen wir mal, wie das endet, denn Uber hat ja durchaus Probleme, hatten wir ja auch ein paar Mal hier im Geek Talk Daily und auch im normalen Geek Talk. Spannendes Thema, ich bleibe auf jeden Fall dran. Und was wir auch schon ein paar Mal hatten, war halt der Streit zwischen Amazon und YouTube. Apple und Amazon, die haben ja den Streit mittlerweile schon beigelegt, aber Amazon und YouTube oder Amazon und Google, wenn man so sehen will, streiten sich immer noch. Und Amazon hat angekündigt, wir haben uns ein paar Sachen vielleicht geeinigt, aber
Ansonsten halt, wir werden jetzt YouTube von allen unseren Hardware-Devices entfernen, also halt Fire TVs zum Beispiel. Und das war eigentlich geplant für den Anfang Januar, also den 1. Januar 2018. Und einigen Nutzern ist das jetzt schon passiert. Also die YouTube-App ist nicht mehr da. Und wenn man die aufruft, dann bekommt man einen Hinweis, dass man doch einen Webbrowser benutzen sollte und damit alles Mögliche machen kann. Anscheinend ist es wirklich nur punktuell oder nacheinander ausgerollt. Also ein paar Nutzer können immer noch die YouTube-App nutzen, ein paar Nutzer bekommen direkt diesen Hinweis und ja, ist einfach nicht schön für Nutzer, aber das ist der Stand der Dinge bei Amazon und YouTube. Also schaut einfach rein, wenn ihr Amazon Hardware benutzt, um YouTube zu gucken. Und ja, wir bleiben dran und gucken, ob sich da noch etwas ändert. Ja, und das war's auch für 2017 mit dem Geek Talk Daily, die letzten News. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, natürlich einen guten Rutsch. Es ist ja jetzt ja, kurz vor Silvester, ein, zwei Tage, je nachdem, wenn ihr das hier hört. Am Montag ist ja der erste, aber vielleicht auch am Montag, aber spätestens am Dienstag übernimmt der Martin und wird euch mit den neuesten News versorgen. Und ja, ich sage einfach ciao, ciao, es war schön mit euch. Wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns doch auch ruhig eine Bewertung bei iTunes oder auch einen Kommentar auf der Webseite vom GeekTalk.de. Ansonsten, wir freuen uns auf ein weiteres, zumindest halbes Jahr, GeekTalk Daily in 2018, aber vielleicht auch noch weitaus mehr. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr GeekTalk.